Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu World's End Club. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ne? Heute sind wir hier. Ich glaube, ich hatte mich hier für Osaka entschieden, weil Kansai dahin wollte, erinnere ich mich daran. Und heute gehen wir nach Kyoto. Ich hoffe, ich habe jetzt hier mit den anderen Weg gewählt. Und es war der Punkt, wo man sich ja nicht mehr trennen wollte. Ja, wir fahren ja wegen des Flugplatzes dorthin. Yuki und Panchi haben sich nicht entschieden, ne? Nein. Wait a minute. I didn't mean for that to happen. The road is so long, the nights are so cold. Ja, und da hat dann Pochi angefangen, wunderschön zu singen. Und seitdem haben wir uns dann nicht mehr getrennt. Weil das auch eigentlich viel intelligenter ist. Hallo, wenn man in einer apokalyptischen Welt ist, niemals trennen. You guys may not have heard her. I think so. So, ein Teil können wir wieder überspringen. I was really sorry about the way. Das kennen wir schon. To make the same mistake again. Fine. Ja. Hier ist kein Unterschied, auch wenn man die andere Richtung geht. Außer hier, lass uns alle nach Kyoto gehen. Kansai, guck doch mal glücklich. Hauptsache, man trennt sich nicht wieder. Das war die dümmste Entscheidung, die ihr nämlich im Leben hattet. Da ist eine Sekte, die will euch an den Kragen. Und ihr bleibt auch noch. Beziehungsweise habt die Entscheidung zu bleiben oder zu gehen. Das ist doch klar. So schnell wie möglich weg da. Das ist die einzig logische Antwort. Haut da ab, so schnell ihr könnt. So, jetzt sind wir in Kyoto. Ich kenne Kyoto nicht, deswegen kann ich dir nicht sagen. But I thought Kyoto was like Kiyomizu Temple, Fushimi Inari Shrine, Togetsukyo Bridge, and kenn ich alle nicht. Yeah, and Pontocho, Ishibekoji. So ich kenne Kyoto nicht, ich kann dazu nichts sagen. This doesn't feel like Kyoto at all. That's why Team Osaka is so lame. You can't appreciate Kyoto's elegance. That's pretty sad. This looks like a place a drunk would pee. What part of it is elegant? Well, elegant or not, this is a famous tourist attraction in Kyoto too. It's Nanzenji's Suryokaku Aqueduct Bridge, built about 100 years ago. Danke für die Geschichtsstunde. They filmed tons of two-hour suspense dramas here. Two-hour suspense dramas. Ey, kannst keinen Schritt laufen, ohne dass irgendwer was am Filmen ist. Ich halte mich da raus. Tja. Aber der Flyer hat ja was anderes gesagt. Hey, Juko. So where are all the people, huh? I have no idea. Aber es kann ja länger hier sein, dieser Flyer, ne? Osaka wäre nicht besser gewesen. Nee, ich hätte Vanilla dort nicht gefunden. Hey, did you hear that? Die Troller ist wieder da. Let's go check it out. Bei Kansai finde ich es eigentlich traurig,
dass man vom Prinzip her nur einen Bosskampf mit dem hatte. Und ansonsten seine Fähigkeit gar nicht wirklich sah. Das ist irgendwo traurig. This is it, Ein right? Bunker. Yeah. I think it was the sound of a door closing. Did someone come out? Vielleicht ist jemand reingegangen. Could have gone. What should we do? Das müsst ihr entscheiden, was ihr vorhabt. Let's go inside. Also klar, gucken, ist da jetzt jemand? Wise men avoid danger? Weise Männer. Whatever. Let's just go. Lasst uns einfach gehen und den Verderben in die Arme laufen. Also, vor dem mit dem Robotern da erfährt man eh nicht, dass Vanilla noch lebt. Also, wir werden hier jetzt keine Anhaltspunkte finden dazu. Bitte nicht noch ein Bekloppter. Hier lebt noch jemand. Interessant aufgebaut hier. Aber ihr seid jetzt nicht eine Sekte wie die anderen, oder? Oder ist das hier ein Flüchtlingsstrand? Hey. Are you human beings? Aber ob man sich jetzt so sehr darüber freuen sollte? Zu Aniki passt das mit der Haltung irgendwie nicht so ganz. But wouldn't you say they're acting weird? Die scheinen nicht ganz da zu sein. Yeah. Let's split up and get some info. Da, in so einer Situation ist Aufteilen natürlich wieder gut. Dann reden wir mal mit denen. Excuse me. What is this place? A space. Located underneath. Kyoto's old imperial palace. Die wirken nicht viel besser als die Sektenmitglieder. Oh, I've heard of it. I heard there's an underground space underneath it. I thought that was an urban legend. I didn't know it really. Das hat wahrscheinlich die Leute hier gerettet. But why is everyone living? They told us. Warum leben die alle hier? We can't go outside. Why not? Supposedly poisonous chemical rain. Wer hat euch das erzählt? Die Sekte? We'll all die within 5 minutes. Wir sind seit Wochen da draußen. That can't be true. We just came from outside. Oh. What do you mean? Oh. Okay, was sagt Bürger B? Are you the ones that were passing out flyers? Flyers? Nee. Offenbar nicht. To come to Kyoto if we read it. I don't know. I never heard of it. Die sind sehr creepy. Stop playing dumb. Yeah, but I don't know. What I don't know. Also es ist ja gut, dass hier noch Leute leben, aber es scheint nicht wirklich ein Leben zu sein, was die führen. Hey, what happened to mankind? What do you mean? He's asking what happened to mankind as a whole. There are lots of people here and it doesn't seem like they were wiped out. Not fully wiped out. Was ist passiert? Like this, people should be living peacefully. There. Also in so unterirdischen Sachen haben die Leute überlebt. Das hat ja auch diese Sekte gerettet. Do you know if the people in Tokyo are safe? I don't know if everyone's safe. Nee, dort lebt keiner mehr. I think they're alive. And if they're not underground? Dann sind sie tot. Maybe they're dead.
What? Don't say that so casually. Diese Leute, ne? Die führen kein richtiges Leben mehr. Die wissen nicht, dass es oben nicht giftig ist. What? Kann sein, immer den Schläger versteckt. Does it look like I'm making mochi or something? I'm practicing my batting. Und Rachel hilft ihm dabei. Because there's a bat and ball there. I wanted to clear my head. Hey, Jim. Klingt nicht so dumm. You heard it too, right? From the people living here. Yeah. It seemed like everyone was saying the same thing. Die führen kein richtiges Leben hier. There were so many things that made no sense. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Sekte right? dort war und denen Scheiße erzählt hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. I just got so confused. That's why I'm swinging this bat. I feel like I can empty my head like this. All right, Rachel. Next ball. Go all out. Okay. Don't go easy on me. Let her rip. Los, den Herkuleswurf. Perfekt. Was kaputt gemacht kann sei. Da war eine Drohne. Einer der Roboter von der Sekte. Oh my gosh. What happened? Das musst du Kansai fragen. Is this a drone? The ball Kansai hit whacked into it and it came crashing down. Wie fest hast du gegengeschlagen? Is this thing flying around before? No. It's the first time I've seen it. Hmm. Sure. Normally, you can't see those things. Wer spricht? Neon! So, it was you we saw earlier. Huh? Neon lebt! Wenigstens Kansai darf sich freuen. We saw someone underground. That was... Yeah, that was me. It's been a while. Guys. Was ist passiert, Neon? Oh right. I remember you said it back by the seaside in Kobe. Hmm. Yeah. Neon was the coach for Kansai's baseball team. That's right. That's why Kansai and I know him. Schön, dass es ihm gut geht. Ich habe es erstmal gar nicht gesehen. What's the matter, Jenna? Nothing. Neon! Wenigstens Kansai hat einen Grund, sich zu freuen. Neon! Spring ihm in die Arme. Ja? Oh. Hä? Was? Was ist los? Pretty cold, even though it's been so long. Yeah. And you ran away before, too. Oh. Yeah. Well. Neon? Sprich. Before that, can you tell me what that weird drone thing is? Yeah, sure. It's just a regular old monitor drone for protecting people. Gegenteil. Because of the optical camouflage. Und Kansai hat sie einfach nur zufällig getroffen. Wait a minute. What's a monitor drone? Huh? It's like you guys don't know anything. Right. Ich denke mal, hier sind die Leute, die eigentlich immer geopfert werden. And we woke up in an undersea theme park in Kagoshima. Then we got out and the world was like this. I got no idea what you're talking about, but was ist mit den Leuten passiert? Before you guys realized it, the world became a paradise. Paradies? And these guys were made to maintain it. The monitor drones. They were put in different places all over. Also den Menschen geht es eigentlich gut. People can live peaceful lives.
And the thing floating in the air and controlling them all is the Panopticon. Panopticon, meinst du das X? But they say they're shaped like an X. An X? Then we've seen it before! But the only ones who can see it are me, Pi, and Rachel. Warum können die drei das sehen? What? But I wonder why. Also, das X heißt Panopticon. Vanilla kann es auch sehen. But we could see the X? Maybe it's because the invisibility mechanism is different. The monitor drones use optical camouflage. But the Panopticon is different. You can see the Panopticon with your eyes. The data's blocked from reaching your brain. Ah, so boring. Who cares about all this anyway? Ich kann mir gut vorstellen, dass Nian früher nicht so war, wie er jetzt ist. It's Panopticon. It means omnipotent monitoring system. Have you guys ever heard the name Mike? The one that Ehime cult believes in? God. Huh? Well, it created paradise. So I guess you could call it a god. So that Mike created the Panopticon? It's not a person. Yeah, it's keine Person. Artificial intelligence. An AI. Ja, das wissen wir ja. An AI? I don't know the whole story, but they say it was created by a brilliant Japanese scientist. And who's that? Und wer war's? Wahrscheinlich Nioros Vater, ne? Anyway, that person is the one that messed up the world? Nah, they weren't directly involved in all the changes that happened. Was war jetzt genau der Grund? Alone, that this earthly paradise was born. How's this moldy, stinky underground a paradise? Gute Frage. Yeah, it just feels like humans are being controlled by Mike. Werden sie wahrscheinlich auch. Why isn't mankind resisting Mike? Resisting? Why would we do that? I told you already. This is a paradise. Why would we resist such a wonderful world? Was? Also, die sind ganz offensichtlich hypnotisiert. Mankind these days, they don't have emotions anymore. They don't have emotions? Die Emotionen wurden ausgelöscht bei denen. You talked to the people here, right? Then you should know. But why? Mike had the Panopticon send out tiny little doohickeys called nanomachines. Okay. Nanomaschinen wurden die verändert. Cleaned out their emotions. Das erklärt, warum die alle so gefühlslos sind. Scheint so. That's not it. It was to stop mankind from killing each other. Stimmt ja, Massenpanik. Humans don't get angry or sad anymore. No more hatred. Jealousy. Ja, aber es ist nicht gut, wenn man die Gefühle komplett auslöscht. Naturally, all the wars stopped. No more wars, no more murders, not even stealing or any other crime. It's a true utopia. That's why I told you. This place is paradise. Ja, aber ihr lebt kein gutes Leben. But if there's no emotions, there's no happiness or joy either. Richtig. Of course not. What do you mean, of course? To give up the negative emotions, you gotta give up the positive ones too. It's like a trade-off, I guess. Es ist nichts Gutes, glaub mir. Did something happen to you too, Neon? Huh? Well, you didn't seem to really feel anything. Even when you first met us all. Yeah.
I didn't really feel anything special. Not happy or nostalgic, if that's what you mean. Ich glaube, das macht Kansai trauriger zu wissen, wären Gian tot. Vielleicht einfach nur wegen Erinnerungen. Und ihr geht's beschissen. Hey, what's the matter, Jugo? Are you okay? Und sie braucht Pharmatika. I think it's an infection. Wait, remember Chuko was bitten by a rat in Kobe? Do you think that's the cause? Ja, das wissen wir schon. We need to give her antibiotics or the worst might happen. Neon, do you have any antibiotics here? Beats me. Okay. What do you mean beats me? Someone's life is on the line. Interessiert nicht, ne? Chuko is your friend, right? Yeah. Deine Emotion. Das ist nicht mehr der Nieren, den er kannte. You gotta think about how your teammates feel. No matter what happens, you protect your own. That's what a true leader does. Neon, you were my role model. I thought you were the ideal leader. Ja, und das hat er verloren. You're not a leader anymore. You're not even human. You're just a lifeless doll. You may be right. Wir brauchen sofort Medikamente. This doesn't look good. At this rate, Chuko will really... Let's hurry. We have to find some antibiotics. Yeah. But where should we go to... Gute Frage, ne? I think there was a big hospital to the west of Nanzenji Temple. Maybe if we go there... Then first we'll have to go outside. Let's go. Chuko. Will you be all right? Hey, who do you think I am? I'm the leader of the Go-Getters Club. Im Gegensatz zu dem hinter dir. All right, guys, let's go. Follow me. Got it. Auf zum Krankenhaus. Von Nieren ist man einfach nur enttäuscht. What are you doing, Miss Genu? Everyone left already. Sie will, glaube ich, Nia noch nur Stangpoker halten. Can I help you? So, you did forget me. You remember Kansai and Chuko, but you don't remember me. Scheint so. I remember you clearly. I'll never forget. Because you're the one that killed my sister. It's all your fault, my sister. She... Was hat er denn getan? An earthquake? Ian! Das ist aber nicht der richtige Weg, Genu. Kann sie ihn aber auch nicht sterben lassen. Dann zeige ich mir deine Kraft. Läuft doch. Why did you save me? Huh? Gute Frage. You hate me, don't you? Aber was hat Nian so genau getan? Ich weiß es nicht. Wait. So you do remember. Vielleicht wurde es verdrängt. There's no way I'd forget.
Because you're... You're the woman I love, Little. Erinnerungen, Gefühle kommen hoch. My head. It's gonna explode. Are you okay? Vielleicht darf man deswegen keine Erinnerungen bzw. Emotionen haben. Are you really okay? Nah. When I said better, I didn't mean that. I mean, my emotions are back. Ja, das ist was Gutes. What? Wie haben wir das jetzt ausgelöst? No time to explain. You hang on. I'll bring you what you need. Wie haben wir jetzt Nian genau seine Gefühle zurückgebracht? What's this? It's a syringe gun. It's loaded with antibiotics. Antibiotics? So then, if we give this to Miss Chugo. Ja, das wird ihr helfen, ne? You should be able to save her. But where did you get this? This place has a few medical facilities. I got it there. Anyways, hurry up and give it to her. Das macht alles viel leichter. How about you? I'm gonna lead everyone somewhere safe. There could be another earthquake soon. Okay, you take care of the rest. Aber wie genau haben wir Nian jetzt geholfen? Weil er sich an die Trauer erinnerte oder wie hat das jetzt funktioniert? Das muss man mir erklären. Das war übrigens eine sehr, sehr lange Sequenz, ne? Wenn ich jetzt hier auf meine Aufnahme gucke. Und sie ist noch nicht mal vorbei. Was ist da jetzt überhaupt passiert? Well, regardless, now isn't the time for talk. We need to get these antibiotics to Chico as soon as possible. Can we contact them by walkie-talkie? I tried. But I couldn't get a hold of them. Die sind ja unter der Erde, da geht das nicht. Because they already went up to ground level. Then we need to hurry and find them. Let's go. Also wenn sie im Krankenhaus fündig werden, ist ja auch nicht weiter schlimm, ne? Okay, wir haben hier mal einen Punkt erreicht, wo ich den Controller kurz beiseite legen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.